Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich meine Pizzabrötchen zubereite. Einfach, schnell und lecker. Also, bleibt dran! Wir benötigen einmal Schlagsahne, Paprika aus dem Glas, geriebener Gouda, Salami, Kochschinken, und Brötchen. Wir haben alle Zutaten zusammen und machen weiter mit der Zubereitung. Zuerst schneiden wir einmal den Kochschinken. Einfach in Würfel schneiden. Und in eine Schüssel geben. Jetzt schneiden wir einmal die Salami. Auch in Würfel. Streifen und dann einen Würfel. Jetzt packen wir die auch in eine Schüssel. Jetzt hacken wir noch einmal die Paprika. Grob hacken reicht, so, und die Paprika kommt auch in die Schüssel. Jetzt geben wir einmal den Käse und die Sahne dazu und vermengen alles einmal. Jetzt haben wir alles vermengt und bereiten die Pizzabrötchen zu. Wir halbieren einmal das Brötchen in der Mitte. Dann geben wir etwa 1 Esslöffel bis 1,5 Esslöffel auf das Brötchen rauf und verteilen das gleichmäßig. Jetzt geben wir alles für ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen bei 200 Grad. Nach 15 Minuten sind unsere Pizzabrötchen fertig und wir sind auch am Ende des Videos. Ich bedanke mich, dass ihr das Video bis hierhin angesehen habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.